Endspurt im Flugsimulator. Nach 8 Jahren als A380 Co-Pilotin ist Stefanie Bub Kapitänsanwärterin für die Airbus A320-Familie der Lufthansa. Die neue Aufgabe ist eine Herausforderung. Wenn irgendwas passiert, muss ich für gerade stehen. Das ist der erste große Unterschied. Ich darf rollen am Boden, ja, und einparken. Auch Frauen können das in der Tat mit einem Flugzeug. Eines der simulierten Szenarien. Ein Startabbruch auf dem Münchner Flughafen. Stop. Sehr verehrte Gäste, Kapitän, wir mussten den Start abbrechen, wir haben es gemerkt. Der Grund war, wir hatten eine Feueranzeige auf unserem Triebwerk Nummer 1. Realistische Flugmanöver, ohne in die Luft zu gehen. Der Full-Flight-Simulator des Airbus A321 macht's möglich. Kommt schon ziemlich gut hin. Also der Flieger macht das hier genauso wie draußen schon ziemlich gut. Destination Nizza. Der Anflug auf die Bahn 22 in süd-südwestlicher Richtung ist tückisch. Das ist für uns fliegerisch anspruchsvoll, weil man sehr viel, ich sag mal, hohes Terrain hat und viele Berge rundherum. Da muss man schon genau gucken, was man macht. Das Simulatorzentrum von Lufthansa Aviation Training am Frankfurter Flughafen. Nach insgesamt 17 Jahren als Co-Pilotin erklimmt Stefanie Bub die nächste Stufe der Karriereleiter. Stefanies Kapitänstraining dauert gut 5 Monate. Voraussetzung dafür sind mindestens 3000 Flugstunden bei der Lufthansa. Ich bin so in den Endzügen, habe jetzt schon 4 Monate Training hinter mir, war auch schon auf Linie ein paar Umläufe geflogen, habe jetzt noch mal einen Simulator zur Auffrischung, der ist heute. Und jetzt habe ich noch 4 Umläufe, also 4 Touren und dann sollte ich fertig sein, wenn alles klappt. Zuvor war Stefanie Bub als Senior First Officer auf der A380 eingesetzt und vertrat den Kapitän während seiner Ruhepause. Mit dem Kapitänsrang steigt die Verantwortung. Zunächst mal bin ich jetzt für alles verantwortlich, was hier an Bord passiert. Also ich setze meine Unterschrift auf die Unterlagen und bin, wenn irgendwas passiert, muss ich für gerade stehen. Das ist der erste große Unterschied. Ich darf rollen am Boden, ja, und einparken. Auch Frauen können das in der Tat mit einem Flugzeug. Und bestimmte Anflüge darf ich jetzt machen bei Schlechtwetterbedingungen, die man als Co-Pilot nicht machen darf. Aber grundsätzlich darf ich theoretisch alles alleine entscheiden, was ich vorher nicht durfte. Aber ich versuche natürlich, meinen Co-Pilot immer mit einzubinden. Das ist was ganz anderes, links zu sitzen, hätte ich gar nicht gedacht. Es lief gut und macht wirklich Spaß. Ich fühle mich sehr wohl in der Rolle hier. Cockpit-Briefing, Daniel. Ist mir wichtig, dass wir jederzeit offen kommunizieren, dass wir vor allem Unklarheiten ausdrücken, dass wir jederzeit auf dem gleichen Stand sind. Und du bist erfahrener Linien-Co-Pilot. Bitte teile mir alle deine Erlebnisse mit und Tipps und Tricks, wo du meinst, das macht Sinn, dass ich das wissen muss. Da bin ich offen für dein Feedback, okay? Umgekehrt genauso. Super, ja, prima, vielen Dank. Heute geht es im Simulator darum, dass ich nochmal so ein paar Sachen übe, die ich gerne nochmal wiederholen möchte. Und da haben wir uns jetzt ausgesucht, Startabbruch wollen wir nochmal machen und ein paar Triebwerksausfälle, dass wir für den echten Fall gut gewappnet sind. Das hier ist die sogenannte Instructor Station. Da kann ich alle möglichen Fehler eingeben, die die beiden dann vorne bearbeiten müssen. Und ich muss natürlich ein bisschen mehr das Ganze angucken und sehen, wie sie das bearbeiten und gebe dann auch ein Feedback dafür. Es macht sehr viel Spaß. Das ist ein toller Arbeitsplatz hier hinten und ich mache das gerne. Okay, dann take off. Manflex 52 SIS Runway, Autothrust Blue. Thrust set. 100 knots. Checked. Hi, NRC. Stop. Yeah. Diesel, reverse green. Engine on fire. 70 knots. And Lufthansa Romeo Mike stopping. Lufthansa Romeo Mike, that is copied. Attention crew on station, attention crew on station. Ja, Engine One Fire, Bremse sitzt, hier brennt es auch. Hier zeigt das an, da genau. Zeigt das auch an. ECAM Actions. Engine One Fire, ATC Notify, ja, ich habe schon Bescheid gesagt, ja. Feuerwehr soll kommen. Cabin Crew Alert. Ist alerted. Engine Master One Off. Engine One Fire Push Button Push. Agent One Discharge. Agent Two Discharge.
Emergency Evacuation Procedure Apply. Stopp, ECAM, es brennt hier immer noch. Ich guck mal links raus. Was sehe ich da? Feuer. Ja, nee, es dampft so ein bisschen, aber du kannst... Ich mal gucken, ob die Feuerwehr schon da ist. Die Feuerwehr in München, hallo, die Romeo November. Romeo November, Feuerwehr München, wir sind auf dem Wege zu Ihnen. Okay, sobald Sie da sind, sagen Sie mal bitte was. Auf Triebwerk 1 hatten wir eine Feuerwarnung. Die Temperatur ist noch hoch, die Nacelle Temperature, aber das Firelight ist aus. Also ich vermute, wir haben es gelöscht. Mal, Dankeschön, wir sind gleich bei Ihnen. Ja, ich sehe nur noch ein bisschen Rauch da draußen. Was sagen die Bremsen? Ja. Zu dem Brake von eben mal kurz mit dazu geschaltet. Ah, sehr gute Idee. Ja, das sieht noch gut aus. Momentaner Stand, wenn sich das so weiterentwickelt, würde ich sagen, wir können ja noch von der Bahn rollen. Es geht auch runter, also das Feuer scheint aus zu sein. Ne? Also im Evac Procedure sehe ich nicht als notwendig an. Ja, die Feuerwehr in München für die Romeo November. Ja, hallo, bitte. Also wir sind auf der linken Seite, haben ihr Flugzeug mit einer Wärmebildkamera untersucht. Also es ist heiß gewesen, aber es kühlt ab und es ist nichts weiter zu sehen an irgendwelchen Flammen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir koordinieren das gleich mit ATC, rollen von der Bahn ab. Es wäre mir recht, wenn Sie uns begleiten. Die Bremsen sind allerdings noch nicht so heiß. Das machen wir auf jeden Fall. Danke. Ich mache mal Cancel Alert, da mache ich kurz eine Ansage. Okay, ja, das klingt gut. Cancel Alert, Cancel Alert. Sehr verehrte Gäste, Kapitän, wir mussten den Start abbrechen, Sie haben es gemerkt. Der Grund war, wir hatten eine Feueranzeige auf unserem Triebwerk Nummer 1. Dies hat sich als Fehlwarnung herausgestellt und wir werden dies jetzt von der Technik natürlich überprüfen lassen. Das heißt, wir werden zur Parkposition zurückrollen und dort gibt es dann weitere Informationen. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen und bitte um etwas Geduld. Vielen Dank, das reicht mir schon. Einmal bitte alles wieder einhängen und alles wieder normal schalten. Ja, Steffi, Aufnahme bereit, ganz kurz? Ja, klar. Also, sauberes Handling-Procedure, genauso ist es richtig. Schön anhalten, Attention Control Station. Und dann ist immer so die Frage, gehe ich in diese Procedure rein? Das ist natürlich jetzt gerade so an dem Punkt gewesen, dass du hast dann geguckt. Das würde ich genauso machen, das ist eine tolle Idee. Links Fenster auf, raus, man sieht das Triebwerk. Und genauso auf den Co-Piloten, sagst du zu dem hier, wenn es rechts brennt, Fenster auf, rausgucken. Das ist viel besser als irgendeinen Tower fragen oder wen auch immer oder die Kabine fragen. Wir sehen das selber in dem Flugzeug, wir können das sehen. Ja. Und dann ist das eine gute Idee. Und dann muss man sich überlegen, ja, wenn das schon alles aus ist, dann kann ich das genauso machen. War ja dann auch alles aus. Wenn ich im Zweifel bin, dann sollen wir die Liste lesen. Dann lesen wir sie an. Dann machen wir den Flieger tot, machen ihn aus. Genau. Und dann kommt hinten nochmal diese Entscheidungsraute in der Procedure. Reingucken brauchen wir, glaube ich, nicht. Die hast du oft genug gemacht in letzter Zeit, ne? Ja, yeah, evacuation required, not required. Genau, dann kommt dann die Entscheidungsraute. Und das ist bewusst so gedacht. Du hast ein bisschen Zeit, da ist der Co-Pilot am Schalten und am Lesen und du sollst dir als Kapitän Gedanken machen. Aber sagen, in welche Richtung läuft das hier? Muss ich evakuieren oder nicht? Du sollst einfach mal wirklich 10 Sekunden für dich drüber nachdenken, wer der schaltet. Und das ist auch ganz gut so. Ja. Aber hier in dem Fall schön gelöst, war alles okay. Okay, können wir beide mitnehmen? Alles in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Dann machen wir jetzt Reposition. Ich mache ein bisschen schöneres Wetter. Ich mache mal Kavok. Alright. Ihr könnt alles schon mal wieder so herstellen, wie es eben war. Ich hoffe, dass da, ja, ist ja alles drin, ne? Das ist immer schön im Simulator, da kann man das sehr einfach, sehr schön machen. Ah, ist das schön. Und schon scheint die Sonne. Ist das nicht schön? Weiß-blau der Himmel. Weiß-blau, wie in Bayern das so ist, ne? Schönstes Wetter, wir stehen auf der Bahn. Wir fliegen jetzt mit ein bisschen Briefing soweit. Ich mache dir einen Engine Failure, aber erst nach Go. Und dann fliegst du links eine Platzrunde in 1500 Fuß. Okay. Einverstanden? Ja, gerne. Mit Daniel Wies als First Officer startet die Kapitänsanwärterin auf der Bahn 08 links des Münchner Flughafens. Der Airport ist neben Frankfurt das zweite Drehkreuz der Lufthansa. Kurz nach dem Start fällt Triebwerk 2 aus. Ein möglicher Grund dafür könnte ein Vogelschlag sein. Ja, im Moment steigt er gar nicht mehr. Skier ist ab. Ja, dann machen wir mal Turbo. Mentoga. Mayday, 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 Lufthansa Romeo Mike, Engine Failure, Visual Left Hand Pattern Returning from ILS, Zero Left. Call you back. Romeo Mike, that is verbeamt. Halt direkt auf. Nachdem Daniel Wies die Flugsicherung kontaktiert hat und das defekte Triebwerk abgeschaltet und gelöscht ist, kehrt die A321 Crew nach zwei Linkskurven im Sichtflugverfahren zurück zum Münchner Airport. Kann ich jetzt eins eigentlich anmachen? Genau.
Stefanie Bub landet mit einem Triebwerk. Okay, das passt. Ja, du kannst einfach auf der Bahn anhalten und die Parkbremse setzen. Manual Brakes. Ja, wie fandet ihr das? Nur mal so als Option. Ja, cool, ich fand das gar nicht schlecht. Ja gut, aber es ist schon stressig. Also du hast dann viel gedacht, wo ich glaube ich nicht dran gedacht hätte mit dem Flapstree. Sie macht das gut, ne? Ja, also echt Respekt, ja. Ja. Was ich gut finde, so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich finde wirklich, das Ding fliegt sich mit einem Motor sehr gut. Ja, super. Das geht besser als mit zwei Motoren. Ja, wirklich, das fliegt echt gut, das wirst du sehen gleich. Das geht total, total geil. Cool. Ich finde, es ist eine Option. Also man, es ist ja, ich will das nicht als die Nonplusultra-Lösung verkaufen, aber es ist eine Option, wenn ich wirklich irgendwas habe und sage, ich möchte schnell damit wieder landen, kann man das machen. Als nächstes ist First Officer Daniel Wies an der Reihe. Nach dem Abheben vom Frankfurter Flughafen fällt Triebwerk 1 aus. We won. Rotate. Engine 1 fail. Select heading for runway climb. Positive climb. Gear up. Gear up. Heading is selected. Steigt ganz gut im Moment. Ja. Toga consider. Ja, obwohl. Ja. Ich schieb nochmal nach. Toga. Engine 1 fail. Das steht da. Sagst du mir Bescheid nochmal? Ja, ich wollte die 400 Fuß abwarten. Ja. Mayday, 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 Lufthansa to Romeo Mike. We have an engine failure proceeding straight at 2500 and then request vectors left turn for 6 miles final runway 25 left. Lufthansa to Romeo Mike, that is copied. Your match is copied at 0948. Straight out 2500 is approved and then left turn heading 080. Ja, danke dir. Okay, 2500 left turn heading 080 Lufthansa to Romeo Mike. Ja. Dann Engine Fail ist confirmed. Die 1 ist runtergespult. Ecam Action. Engine 1 fail. Engine Mode Selector Ignition. Thrust Lever 1 idle. Das ist dein Part, ja, genau. Confirm. Number 1 confirm. If damage. Also ja. Es war eigentlich nicht laut, ne? Obwohl aus dem Highspeed runtergefahren, würde man davon ausgehen, ne? Ich denke auch. Können wir von Damage ausgehen, ja. Engine 1 fire, if damage, Engine 1 fire, push button, push. Confirm? Number 1 confirmed. Flight Director ist auf. Jetzt ist die Aufgabenverteilung genau umgekehrt. Als Pilot Flying steuert Daniel Wies den Airbus A321 zurück zum Frankfurter Flughafen. Nur mit Triebwerk 2 setzt er zur Landung auf der Bahn 25 links an. Slightly low. Ja, danke dir. 200. Minimum. Continue. 100. 50. 40. Seit 6 Jahren ist Daniel Wies als First Officer bei der Lufthansa im Einsatz. Dazu gehört auch regelmäßiges Training im Simulator. Das kommt schon ziemlich gut hin. Also der Flieger macht das hier genauso wie draußen schon ziemlich gut. Also die Automation ist da schon relativ weit. Ich meine, klar, es fühlt sich ein bisschen anders an draußen und man fühlt es auch ein bisschen mehr, ich sag mal, im Hintern, wenn man landet, als hier im Simulator. Aber das ist schon ein recht gutes. Mit dem Airbus A380 startete und landete Stefanie Bub unter anderem in Singapur, Peking und New York. Eine ihrer zukünftigen Destinationen ist das südfranzösische Nizza. Nizza ist ein sehr anspruchsvoller Flughafen und was wir besonders hier trainieren, ist den sogenannten VIVA Circling Approach auf die 22, also in die Richtung Süd-Südwest. Und das ist für uns fliegerisch anspruchsvoll, weil man sehr viel, ich sag mal, hohes Terrain hat, viele Berge rundherum. Und da muss man schon genau gucken, was man macht. Und da haben wir jetzt ein gutes Anflugverfahren, dass wir hier einfach mal trainieren. Das sollen Sie einfach mal machen, bevor Sie das im richtigen Leben dann draußen im Flugzeug anfliegen. Manflex 56 SAS, Autothrust, Blue. Thrust set.
100 knots. Checked. V1. Rotate. Positive climb. Yep. Pacha Lolo, Tonsato Romeo Mike, 1800 climbing 3000 feet. Leicht Romeo Mike. Tonsato Romeo Mike, left heading 180. Hier ist sehr hohes Terrain, gleich nördlich vom Platz. Und wenn man hier nichts sieht, muss man schon sehr genau navigieren, um nicht gegen den Berg zu krachen. Da hängt man nur noch drin. Nach dem Passieren von Cap Ferrat ist Nizza in Sicht. Noch eine Linkskurve querab der Promenade des Anglais. Dann landet die Kapitänsanwärterin auf der Bahn 2-2 links des Aéroports Nice-Côte d'Azur. Ja, kommst gleich hoch. Ja. Ja, vorbei. Passing grade. Mhm. 50, 40, 30, 20, retard, 5. Spoilers. Manuel. Reverse. Diesel. 70 knots. Jawohl. Manual brakes. Sehr schön. Einfach mal anhalten auf der Bahn. Sehr schön. So, dann machen wir nice. Reposition. So, das kann der Flieger mal rechnen. Ja, irgendwelche Kommentare dazu? Und so weiter, alles klar. Ja, zum Schluss blöd hochgekommen, aber ansonsten war das ja vom Handling, wenn man es früh sieht, fand ich, war jetzt nicht so schwierig. Nicht fürchterlich, ne? Ja. Auch bei der Flugzeugsteuerung muss sich Stefanie Bub umgewöhnen. So muss sie auf dem linken Platz im Cockpit auch den Sidestick mit der linken Hand bedienen. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man Rechtshänder ist und dann mit links schreiben möchte. Also zunächst fühlt man sich da nicht so heimisch. Das ist schon ein bisschen komisch. Also da sind die Anflüge doch erstmal ein bisschen schräg. Aber es geht doch relativ schnell und dann fühlt man sich links recht wohl. Nach 4 Stunden im Airbus A321 Simulator geht die Trainingssession zu Ende. Ich hatte einen super Co dabei. Das war echt eine gute Zusammenarbeit, das ist natürlich auch immer viel wert, aber ich fühle mich hier links gut angekommen und ich traue mir das zu, das jetzt auf Linie weiterhin so umzusetzen. Die Steffi hat eine schöne Leistung abgeliefert, sie ist eigentlich so jetzt im Simulator, ist sie ein fertiger Kapitän, das macht sie ganz klasse. Auf der Linie ist natürlich, hat man noch mit anderen Sachen zu tun, was hier im Simulator nicht so der Fall ist. Ich sag mal, Passagiere ist hier ein bisschen im Hintergrund. Sie hat Passagieransagen gemacht, hat sie auch gut gemacht. Das liegt hier jetzt bei dieser reinen Übung des Fliegens nicht so im Vordergrund. Und ja, also ich kann sie weiterlassen. Sie kann die nächsten Runden auf der Linie fliegen. Ist okay. Wie sich Stefanie Bub als Kapitänin bei einem ihrer ersten Umläufe schlägt, demnächst bei planestream.de.